Viele benutzen Handschuhe, was kann ich nicht. Ich muss die Sachen fühlen, ich muss sie anfassen, ich muss wissen, welche Struktur die haben. Das war tatsächlich so, dass ich eigentlich eher im Bereich Tischlerin gehen wollte. Da hat man sich das so ein bisschen einreden lassen, dass man als Frau nicht unbedingt ins Handwerk gehen sollte. Also nicht von der Familie, sondern man hat es in der Schule und sowas mitbekommen und das, was einem eigentlich immer die Medien vermitteln. Die Vorurteile waren halt wirklich, dass man eigentlich nur Scheiß wegmachen muss oder irgendwelche Toiletten freimachen muss oder sowas alles. Hab dann ein zweimonatiges Praktikum gemacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das doch sehr, sehr viel Spaß macht, absolut vielfältig ist. Dann habe ich gesagt, das möchte ich machen. Wenn ich montags morgens aufstehe, dann ist das bei mir, dass ich mit einem guten Gefühl aufwache, dass ich mich darauf freue, mein Team wiederzusehen. Und dann freut sich, was jetzt wieder ansteht, zu welcher Baustelle fährt man. Mit dem Gefühl, ich möchte heute was reißen, ich möchte heute was schaffen. Das ist das, wofür man eigentlich brennt. Im Allgemeinen ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl, dafür verantwortlich zu sein, dass die Leute im Warmen sitzen. Irgendeine Heizungsstörung war, die Menschen saßen ein paar Stunden im Kalten. Man hat den Fehler gefunden, die Heizung läuft wieder, es wird wieder warm. Das erste warme Wasser, was du in den Rohren spürst, was da wieder durchfließt. Das ist dann auch wieder so ein Erfolgsmoment, wo man sich auf jeden Fall sagt, das ist das. Welche Ressourcen kann man auch nutzen, auch mit erneuerbaren Energien und sowas, dass dieser Job etwas ist, wo man sich immer wieder fortbilden muss, dass es nie alt wird. Also es kommt immer was Neues und es wird immer was Neues kommen. Ich muss schon sagen, in der Realität ist es so, dass man sich auf dem Bau mittlerweile eigentlich nicht mehr so kaputt macht. Ich denke, früher war es anders, aber mittlerweile haben wir viele Hilfsmittel und mittlerweile ist es ja auch alles so ausgelegt, dass sich, egal ob Mann oder Frau, keiner mehr kaputt machen sollte. Wenn ich an die Zukunft denke, dann möchte ich schon gerne noch mal einen Meister machen. Ich möchte schon gerne noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte auch gerne noch mehr Leute davon überzeugen, junge Leute ins Handwerk zu kommen. Wenn du es liebst, Sachen selbst in die Hand zu nehmen, wenn du sehr kreativ bist, ein Gefühl für dich selbst, für deine Hände und für deine Umwelt bekommen möchtest, würde ich jedem definitiv raten, ins Handwerk zu gehen. Ich bin Anlagenmechanikerin. Und was ist mit dir?